So, jetzt müsste hallo. Es gehen. Perfekt. Das klingt super. Excellent. Super. Wie gesagt, den Würfel, schade, dass der Würfel nicht. Dankeschön. Okay, dann starten wir jetzt da in aller Schnelle nochmals. Falls irgendwas ist, meldet euch bitte. Tut mir leid, dass es jetzt noch Tonprobleme gab, aber jetzt haben wir es gelöst. Ich hatte vorhin eingangs schon gesagt, ich bin vom zentralen Rechtsservice der Audi AG. Der eine oder andere fragt sich, was ist zentraler Rechtsservice? Ich habe gesagt, das ist die Rechtsabteilung. Dort arbeiten überwiegend Juristen oder Anwälte. Ich persönlich bin auch einer. Aber wir haben in der Abteilung auch ganz verschiedene andere Personen, Assistentinnen, Unfallforscher, Ingenieure. Wir haben Versicherungsexperten, die sich um Versicherungsthemen kümmern. Und das Thema Wissensmanagement ist für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden. Ich kümmere mich zentral bei uns um das Thema Wissensmanagement oder den Aufbau von Wissensmanagement und möchte euch einfach einen kurzen Einblick geben in das, was wir gemacht haben. Mal schauen, wie ich hier weiterkomme auf die nächste Folie. Das geht ja schon mal nicht. Das ist schon mal schön. Warum? Besser? So, also, unser Wissensmanagement-Projekt bei uns betrifft ungefähr 200 Personen, also wir sind ungefähr 200 Personen in der Rechtsabteilung von Audi und wir haben 2021 verschiedene Rollenfelder bei uns im zentralen Rechtshof der Rechtsabteilung identifiziert und eins davon war Wissensmanagement und wir haben gesagt, der Titel heißt ja auch teamorientiert, dass wir das nicht irgendwie von oben herab oder nur eine Person das machen soll, sondern wir haben so ungefähr 10 Kernteams in unserem Bereich. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne aus jedem einzelnen Kernteam einen Experten. Weil es bringt nichts, wenn ich der Einzige bin, der Wissensmanagement macht, sondern ich brauche aus all den einzelnen Unterabteilungen, das sind ungefähr 10 Stück, aus jedem einzelnen Team, weil dort ist das Wissen, sage ich immer, dort ist Wissen, brauche ich eine Person, die dann im Endeffekt mitarbeitet. Ja, weil ich halte gerade so Bottlenecks, finde ich relativ schwierig im Bereich Wissensmanagement. Jeder muss in der Lage sein, auch zum Wissensmanagement beitragen zu können. Das ist für mich tatsächlich essentiell. Und so haben wir im Endeffekt ein Team aus Wissensmanagern zusammengestellt und haben uns zusammengefunden. Wir haben dann bestimmte Module aufgesetzt mit der Unterstützung von Simon. Und die Module habe ich hier einmal an die Wand geworfen. Also wir haben gestartet in Modul 1 2021 mit den Grundlagen modernen Wissensmanagements. Also wir haben erstmal dafür gesorgt, dass wir eine gemeinsame begriffliche Basisarbeit haben. Weil jeder von uns hat ein unterschiedliches Verständnis, was Wissen ist. Also ich glaube, selbst hier im Raum, wenn ich mal umfragen würde, wird es wahrscheinlich jeder anders sehen. Und damit wir so einfach ein gemeinsames Verständnis haben, ein gemeinsames Mindset haben, haben wir das also quasi als Basis genommen und sind dann damit gestartet. Das zweite Modul war, dass wir uns mit der Toolbox beschäftigt haben. Also was gibt es für Methoden, Mittel, Themen, mit denen wir arbeiten können und haben dann im Endeffekt den Scope festgelegt, also was wollen wir kümmern, wo wollen wir anfangen, wie weit wollen wir gehen, wo wollen wir aufhören, was wollen wir im Zweifel gar nicht mitmachen. Also zum Beispiel haben wir ein kleines Beispiel gesagt, als die Schnittstelle zu anderen Abteilungen wollen wir erstmal ein bisschen vernachlässigen. Wir wollen uns erstmal um den Aufbau des Wissensmanagements bei uns kümmern und nicht gleich dann auch Schnittstellen zu anderen Abteilungen mit abfrühstücken. Das ist aber etwas, was wir vielleicht auch mal in Zukunft machen wollen. Wir haben uns dann in Modul 3 damit beschäftigt, bestimmte Werkzeuge und Methoden auszuwählen und dann im Endeffekt einen Einsatz zu planen. Also waren 3 Module, die sehr interaktiv. Wir haben uns da sehr intensiv beschäftigt. Simon hat uns da wirklich bestmöglich unterstützt und rausgekommen ist dann Sachen wie die, die ihr hier an der Wand seht. Ich will jetzt da gar nicht im Einzelnen reingehen, glaube ich, weil das sind Sachen, glaube ich, da habt ihr selber auch eure Festlegung. Aber wir haben eine Definition vorgenommen, zum Beispiel, was ist Wissensmanagement. Wir haben auch, Wissen ist die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten. Dann haben wir auch gesagt, was umfasst es? Und wir haben ein bisschen unterschieden zwischen individuellem Wissen und organisationalem
Wissen, also dem dokumentierten Wissen. Und wenn ihr Fragen habt, bitte einfach reingrätschen. Ich beantworte Fragen auch gerne, aber auch gerne auch nochmal dahinter. Wir haben dann Leitprinzipien für uns erarbeitet. Also was ist das Wesen des Wissens, auch vor allem der Wert des Wissens, etwas, was mich enorm beschäftigt. Ja, wir sind alle, viele sind in Industrieunternehmen unterwegs und von daher ist, glaube ich, sich auch mit dem Wert des Wissens zu beschäftigen, ein ganz zentraler Punkt. Es ist für mich eine Schlüsselressource und unterstützt Organisationen. Also ohne dass man, wenn man das nicht hat, dann tut man sich, glaube ich, schwer. Ja, eine Frage. Ja. Also dazu habe ich eine Frage zu dem Wert des Wissens. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, wie man das, also den Wert sozusagen in Zahlen ausdrücken kann? Also ich bin im Bereich Unternehmensnachfolge unterwegs und gerade bei IT-Firmen oder also nicht wirklich produzierendem Gewerbe ist natürlich das Human Capital interessant und ja, einfach die Frage an euch, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Also wir haben es, also ich sag mal so, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe es aber noch nicht, also wir können es aktuell nicht in Euronen, also in Euros messen, aber das ist ein Ziel, wo ich zumindest auch hin will. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwann hinkommen, zu sagen, das ist genau 2 Millionen Euro wert, aber ich glaube, also es wirklich mit einer Zahl greifbar zu machen, wird relativ schwierig werden, aber ich glaube, ich würde mich schon freuen, wenn man durch die Bedeutung den Wert des Wissens erkennt. Ja? Nur wenn man jetzt auch, wenn man auch einen Mehrwert sieht und auch einen bestimmten Wert erkennt, dann sieht man auch eine Bedeutung für den Aufbau des Wissens. Also wenn ich dem Ganzen keinen Wert beimesse, dann ist das auch, dann verpufft es relativ schnell. Ja? Aber ich bin schon auch dabei, mein Ziel ist es schon auch vielleicht mal ein bisschen auch durch den Austausch mit anderen so ein bisschen auch mal nochmal einen wirtschaftlichen Wert auch beizumessen. Aber ich habe noch keine Antwort. Vielleicht können wir uns später nochmal. Ja, machen. Gerne. So, jetzt noch. Ja? Ja, eine kurze Frage zur Initiierung. Ich habe verstanden, dass du da mit Leidenschaft mit dabei bist. Hast du das Thema sozusagen durchgeboxt und Management mühsam überzeugt, dass das ein Thema ist, dem man sich widmen soll? Oder gab es so ein großes Pain, wo du gesagt hast, ich habe den Joker, Wissensmanagement ist die Lösung? Oder kam schon von Management, wir müssten eigentlich mal was mit Wissensmanagement tun? Und wisst ihr von anderen habt ihr euch an anderen Rechtsabteilungen orientiert, wo ihr das mitbekommen habt? Oder seid ihr Vorreiter bei Rechtsabteilungen? Der Ursprung, die Initiative dafür war, dass wir innerhalb der Audi AG in ganz verschiedenen Bereichen Rollenbilder definiert haben. Und zu den Rollenbildern gehört das Thema Wissensmanagement. Und wir haben da verschiedene Rollenkompetenzen definiert. Das waren einmal Prozessmanager zum Beispiel, dann war auch mal der Wissensmanager, dann war auch nochmal die Teamzusammenarbeit. Also wir haben verschiedene Rollenbilder im Endeffekt, Schlüsselkompetenzen bei uns gesucht. Und Abteilung für Abteilung, und wir haben uns als Rechtsabteilung sehr intensiv damit beschäftigt. Und eine davon war Wissensmanagement. Und ich habe mich dafür bereit erklärt, weil ich da auch eine gewisse Nähe habe, hier als Pate, als Organisator zu fungieren. Wie hat das Ganze gestartet? Wir haben also bei uns ein Team von eher jüngeren Kolleginnen und Kollegen darum gebeten, einfach mal diese Schlüsselkompetenzen, diese Schlüsselrollen zu definieren und zu erstellen. Und die sind dann im Endeffekt in den Leiterkreis gekommen, ins Management und haben dort das im Endeffekt vorgestellt. Wir haben das abgesegnet und dann haben wir im Endeffekt Kickstart gemacht. Da waren Bereiche dabei, die waren zu früher dran. Das Wissensmanagement hat eher noch ein bisschen gedauert. Wir müssten da noch ein paar formale Themen klären, auch die Beauftragung, verschiedene Sachen. Und deswegen sind wir ein bisschen später gestartet, aber dafür mit großem Herzblut. Und wir sind, glaube ich, jetzt der Bereich, der auch seither am längsten arbeitet. Und ich denke mal, das Arbeiten wird auch nie zu Ende sein, denn das ist ein Prozess, der niemals einen 100%-Status erreichen wird, sondern das ist eine, wie wir schon gelernt haben, lernende Organisation. Das heißt, wir werden immer wieder
unser Wissen neu dokumentieren müssen, updaten müssen. Das heißt, es wird immer ein iterativer Prozess von Lernschleifen sein. So, dann hattest du noch eine Frage? Ja. Zu der Bemessung von Wissen sehe ich als extrem schwierig an. Also wir haben in verschiedensten Art und Weisen das versucht zu quantifizieren oder zu, was ist der Wert von der Wiki? Das ist eine ganz simple Frage, aber die kann extrem komplex werden, wenn man natürlich nicht weiß, wer hat darauf zugegriffen und hat mit welchem Ergebnis dann damit weitergearbeitet. Das ist extrem schwierig, das zu beurteilen, was das in Euro überhaupt wert ist. Also ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir dessen bewusst und würde mich gerne später nochmal mit dir unterhalten, weil mich das Thema einfach umtreibt, gerade in dem Bereich Unternehmensverkauf und Nachfolge. Gut, danke. Ja, also wie gesagt, der Wert des Wissens, der Fokus, denke ich mal auch, aber ich glaube, die Anpassungsfähigkeit hier, dieser Punkt, den ich hier noch mit aufgenommen habe, ist mir relativ wichtig. Habe ich vorhin aber auch schon gesagt, das ist ein iterativer Ansatz, der in mehreren Schleifen, wir sehen es nachher auch nochmal, welche Sprints oder wie haben wir uns organisiert, wie machen wir das. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis bei uns. Dann Wissen kann nicht direkt gemanagt werden, also da kann ich nicht sagen, da legen wir super offene oder klare KPIs dahinter, aber man kann wissensförderliche Rahmenbedingungen schaffen. Ja, das ist so unsere Erkenntnis gewesen. Ganz wichtig ist auch das Thema Kultur. Kultur habe ich gestern auch gehört, bei einem Vortrag wurde das so ein bisschen ausgeblendet, aber ich glaube gerade das Thema Kultur, vielleicht manchmal ist es Tone from the top, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das sind so ein bisschen auch die Schwierigkeiten, mit denen ich konfrontiert bin. Ja, dass wenn es keinen Druck gibt, gibt es viele Ausweichbewegungen. Ja, Leute, die sagen, ja, muss ich das machen? Was ist das Ganze gut? Und wir sehen nachher nochmal, ist für mich ein ganz entscheidendes Thema. Ich habe da noch so eine Seite entwickelt, auch für uns, die heißt What's in it for me? Ja, ich muss den Leuten erklären, was ist denn eigentlich für mich drin? Also ist es nur ein Scheiß, den in Anführungsstrichen, den der Daniel haben möchte oder den das Management haben möchte? Oder ist da vielleicht für mich persönlich irgendwas drin, weshalb ich quasi aus eigenen Stücken heraus einfach auch Spaß dran habe, irgendwas zu kommunizieren, weil da zu mir jemand kommt und sagt, hey, gut, dass du das aufgeschrieben hast, weil du es aufgeschrieben hast, hat es mir geholfen und ich konnte dann weitermachen. Ich muss nicht nur eine Rückfrage stellen. Zum Beispiel. Ja. Ich finde es spannend, nur eine Anmerkung. Audi claimt Vorsprung durch Technik. Einfach mal für eure Initiative Vorsprung durch Wissen. Das einfach mal anzupassen, weil ich finde es einfach als super Nachricht nach außen, ja, dass nicht nur Technik, sondern das Wissen der Technik, das der Punkt ist. Ja. Es gab tatsächlich Notebook-Stickers, haben wir mal gemacht mit Vorsprung durch Wissen und den Ringen. Und ich war in einem Meeting gesessen, da war Branding drin und es gab einen riesen Ärger. Schade. Aber ja, also Branding ist da sehr, sehr zurückhaltend, weil sie natürlich den Claim Vorsprung durch Technik natürlich nicht verbessert werden sehen wollen. Aber ich denke mal, in der Organisation können wir damit spielen. Ich weiß nicht, ob dann die Werbeabteilung, ja, da gibt es auch wieder Vorgaben, das dann groß umsetzen wird. Aber ich glaube, intern im Unternehmen ist es, glaube ich, schon auch wichtig, aber der Simon kennt auch eine andere Abteilung bei uns, da ist schon manchmal schwierig, aber eine super Idee. So, wie komme ich denn jetzt auch wieder hier weiter, auf die nächste. Also, welchen Ansatz haben wir gewählt? Wir haben gesagt, wir möchten zunächst einmal das Wissen dokumentieren, also eine Kodifizierungsstrategie entwickeln, die steht auch im Vordergrund und dann ergänzen durch die Kommunikation des Wissens. Den Wissenskreislauf ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das hier auch nochmal wiedergegeben, dass wir starten immer mit der Wissensidentifikation, der Wissensverteilung, der Wissensnutzung oder Wissensbewahrung. Das ist im Endeffekt ein Kreislauf, der sich immer wieder dreht. Die Wissensbewahrung ist gerade im Bereich des Onboardings von neuen Mitarbeitern von ganz zentraler Rolle. Und wir haben bei uns auch eine stetige Fluktuation. Bei mir in meinem Bereich muss ich jetzt auch gerade zwei Leute nachbesetzen. Und wir sehen es eigentlich. Und ich glaube, das wird so ein bisschen auch nochmal der Knackepunkt sein, dass die Leute erkennen,
Gerade wenn Leute gehen, in den Ruhestand gehen oder wenn die Abteilung verlassen wird und eine neue Mitarbeiterorder quasi ongeboardet werden muss, wie wichtig es ist, bestimmte Sachen aber aufgeschrieben zu haben. Ich kann mich natürlich auch immer hinsetzen und mir Zeit nehmen, mit der Person Onboarding zu machen, also einen Wissenstransfer hinzubekommen. Aber ich glaube, wenn es etwas gibt, wo der Mitarbeiter einfach in Ruhe auch mal schon mal nachlesen oder mitlesen oder nebenher lesen kann, ist es wirklich ein ganz großer Schritt. Das, was ich vorhin gesagt habe, steht hier. Wir fokussieren uns erstmal auf das Wissensmanagement innerhalb der UE und das andere machen wir in einem zweiten Schritt. Wir haben auch bei uns gesehen, dass die Themen sehr unterschiedlich sind. Also der eine macht bei uns Patentrecht, der eine kümmert sich um Produkthaftungsklagen, der andere kümmert sich um die technische Entwicklung, wie mein Bereich zum Beispiel. Und deswegen haben wir gesagt, die fachlichen Themen, selbst in unserer Rechtsabteilung, sind so unterschiedlich. Wir beraten das Unternehmen von A bis Z. So sind auch die Themen, die fachlichen Themen bei uns so unterschiedlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auch auf eine Wissenslandkarte. Gehe ich gleich noch auf einer weiteren Folie drauf ein, was es mit der Wissenslandkarte hat, mit dem Dokumentenmanagement. Und wir haben vor allem gesagt, der Aufbau eines Wikis ist für uns auch ganz zentral. Und wir nennen es Wissensportal. Also das ist dann unser Wissensportal. Und da sind wir jetzt inzwischen auch gestartet. Also das Wissensportal, damit können wir gleich weitermachen. Das ist für uns ein zentraler Einstiegspunkt in die Wissenswelt der Rechtsabteilung. Wir haben dort eine Suchmaschine. Wir wollen aber auch das Thema Suchmaschine noch weiter ausbauen. Sind wir auch noch am Tüfteln, wie wir das machen? Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, ich habe E-Mail, ich habe Teams, ich habe SharePoint, ich habe vielleicht jetzt Yammer, ich habe Wiki, ich habe so viele Medien und vielleicht noch eine andere Ablage, wo ich verschiedene Informationen suche. Auch ein neuer Mitarbeiter, der sich wollte, was ist denn da los? Könnte das nicht irgendwie zentral an einer Stelle ablegen? Ist das nicht möglich? Und deswegen haben wir gesagt, wir werden es jetzt auch nicht schaffen, dass einer zugunsten des anderen auf sein Medium verzichtet. Aber wir haben überlegt, und das sind wir noch nicht, da sind wir am Arbeiten, dass wir vielleicht so eine zentrale Suchmaschinearbeit erstellen, die ganz verschiedene Medien auch durchsucht nach verschiedenen Inhalten. Das ist also eine Aufgabe, die wir uns noch vorgenommen haben. Eine möglichst einfache, intuitive Suche, so steht auch im Vordergrund. Aber wie gesagt, wir prüfen noch die technischen Möglichkeiten eines Kosten- und Zeitaufwands. Hier mitten in der Folie steht ein Wort, das heißt Hashtag Roboter. Das ist eine ganz coole Idee. Ich kann noch nicht so viel erzählen, aber was steckt dahinter? Wir wollen quasi mit dem Erteilen von Antworten, also Fachbereiche stellen unsere Frage, Daniel, was ist denn freie Software, also was ist denn vielleicht Open-Source-Software, was verstehen wir denn bei Audi damit? Und ich gebe eine Antwort. Und indem ich diese Antwort gebe, möchten wir automatisch schon dieses Wissen generieren. Dass ich mich nicht mehr abends, sage ich immer, nach 21 Uhr hinsetzen muss und sage, ah, ja, ich habe heute Morgen eine Antwort geschrieben, Open-Source ist und so weiter. Dass das Wissen schon automatisch gemacht wird, dass ich diese Zeit abends, wenn die dringendsten Fragen eigentlich durch sind, dass ich das dann nicht noch exklusiv machen muss. Also das ist noch ein Projekt, ein ganz großes Projekt, was wir jetzt auch noch starten und bin mal gespannt, kann da gerne sicherlich auch beim nächsten Mal vielleicht mal berichten. Bitte? Eine Hand, ja. Antje, du hattest eine Frage gestellt. Genau, ich finde es mega spannend, das mit dem Wissensportal, und frage mich, ob ihr da auch, weil ihr schon SharePoint nutzt, ob das eine der möglichen Optionen ist, oder ob die Frage total naiv ist, weil das aus bestimmten Gründen total unpraktisch ist. Also wir haben es, der Simon kann wahrscheinlich zu der Technik noch mehr sagen als ich. Bin natürlich kein Techniker, nur so ein profaner Jurist. Also das Wiki ist, es gibt bei uns ein Group-Wiki, das ist im Konzern eingeführt worden. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, auf welcher Basis, Confluence, sagt der Simon gerade. Also das basiert auf Confluence und dort können wir sehr viele Inhalte einstellen. Wir können aber von diesem Confluence-System dann auf ganz verschiedene Medien verweisen, über Links, auf SharePoint-Seiten, auf ins Intranet, ins Internet. Also wir können da ganz verschiedene Links mit vornehmen. Und wir haben im Endeffekt mal eine Klasse vorgenommen über die Wissenslandkarte, die wir gleich sehen. Und die Wissenslandkarte, da haben wir mal Oberbegriffe gebildet und haben diese Oberbegriffe in unserem Wissensportal als große Kacheln abgebildet. Ich kann vielleicht danach nochmal zeigen, vielleicht mal kurz zeigen, wie es aussieht. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber das ist für uns so die technische Basis.
SharePoint, also wie gesagt, bei uns im Konzern hat man sich auf dieses Confluence-System, also GroupWiki, verständigt und das ist, da gibt es auch schon verschiedene Wissensseiten und dort haben wir uns im Endeffekt eingruppiert. Das war für uns der Ansatzpunkt. SharePoint haben wir jetzt noch nicht beleuchtet, aber das würde ich dann eher machen, wenn es, wenn der Konzern bei uns sagt, wir bilden das Thema Wissensmanagement oder Wiki in SharePoint ab. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, ja, genau. Confluence verstehe ich auch. Alles klar. Dankeschön. Alles klar. Wunderbar. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Oder? Genau. Und zwar Confluence nutzen wir auch im Konzern. Wie geht ihr mit dem Thema Tags um? Also ist da verpflichtend, beispielsweise 5 Tags zu setzen oder bleibt das jetzt jedem Team irgendwie überlassen? Welche Tags und wie viele? Also, auch eine wichtige Frage und eine sehr berechtigte Frage. Also, wir haben auch eine Art, nicht Style Guide, aber wir haben auch ein paar Rahmenbedingungen geschaffen, sodass wir zum Beispiel sagen: Naja, es fängt schon mal an damit, wer ist denn verantwortlich für eine Seite? Das ist für mich ganz essentiell. Man sieht bei uns im Confluence, sieht man genau, wer Ersteller ist. Also, deine Partner hat eine Seite erstellt. Aber ich gebe einfach mal rein: Verantwortlich ist mein Bereich, da nenne ich dann auch. Und dann, also das ist für mich schon die erste Vorgabe, zu sagen, okay, nenn deinen Bereich, wer verantwortlich ist, weil du bist nachher auch derjenige, der diese Seite aktuell hält. Ja, das bringt nichts, wenn da irgendjemand was reinpostet und dann ist das Ding von 2008. Und dann kommt das Thema Tags dazu. Ja, bei uns kann man auch Tags eingeben. Da haben wir jetzt noch keine Vorgabe gemacht, aber das werden wir in Zukunft genauso machen, dass wir auch sagen, da müssen so und so viele Tags rein. Denn je mehr Tags ich habe, desto mehr finde ich auch. Wir haben eine Suchmaschine bei unserem Wissensportal. Die haben wir auch, ganz ja. oben. Und mit den Tags kann ich wirklich super suchen. Mhm. Wir haben auch Most Liked Tags. Also da kannst du dann unseren ganz kleinen Bereich, wo man so ein bisschen sehen kann, was sind denn die hottest Topics eigentlich, die im Bereich beschäftigen. Und es gibt immer einen Seiten-Owner, der quasi verantwortlich ist und der aktualisiert auch immer die Seite oder kann jeder, sag ich mal, Beiträge editieren. Das kann jeder machen und es war auch bei uns so eine Angst, naja, da kann ja jeder an diesen Seiten rumfummeln, aber Simon hat uns da auch ein bisschen Angst genommen. Er hat gesagt, das ist eher große Energieaufwand, die Leute dazu bekommen, an den Seiten mitzuarbeiten, als dass die Gefahr besteht, dass da irgendjemand einen Mist reinlegt. Und, ja, sehr stimmt. Das stimmt, ja, absolut. Also es ist wirklich so, die Leute, wenn die Leute was dazu beitragen, dann ist es, da braucht man mehr Energie dazu bekommen, als dass da irgendein Mist drin steht. Aber ein Seiten-Owner gibt es und der ist mir deswegen wichtig, weil ich dann auch nachher packen möchte und sagen, schon mal, da hast du eine Seite entworfen. Ab und zu schaue ich dann auch mal drüber, mach das nochmal aktuell. Oder ich habe dadurch einen Ansprechpartner. Du hast die Seite erstellt, mir ist es aufgefallen. Bevor ich selber was ändere, stimme ich mich mit demjenigen ab, der die Seite erstellt hat. Und wenn er sagt, du hast recht, dann kann ich das eben machen oder es macht dann der Seite auch. So ist das. Ja, noch eine Frage, bitte. Antje? Oder? Zurückgezogen, Christoph? Nee, das war die alte Frage. Dankeschön. Ja? Okay. Wer hat noch eine Frage? Andreas? Ja, wir nutzen auch seit 3 Jahren ungefähr oder seit 4 Jahren Confluence und haben aber das Problem, dass wir da am Anfang relativ unstrukturiert rangegangen sind. Also war das bei euch so, dass ihr dann quasi gesagt habt, ihr setzt dann Confluence ab dem Augenblick jetzt auf und dann wird sofort versucht, so strukturiert wie möglich Confluence zu füttern oder habt ihr vorher gehabt und habt ihr dann im Prinzip Ordnung in den Saustall reinbringen müssen, weil das ist im Moment so ganz, unsere ganz große Baustelle. Wir haben das komplette Wissen da reingepackt, aber jetzt ist es halt ein riesengroßer Ballon und der Überblick geht immer mehr verloren. Genau. Wie war das bei euch? Ja, genau. Ich zeige dir mal ganz kurz vielleicht auf der nächsten Seite, wie wir das gemacht haben. Also das war das mit der Wissenslandkarte wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ganz richtig. Also wir haben für uns erstmal mit, wie heißt das System nochmal? Mindmap. Ganz richtig. Vielen Dank. Mit Mindmap haben wir erstmal eine Wissenslandkarte gebaut. Also das ist jetzt nur mal beispielhaft. Das ist jetzt tatsächlich nicht unsere ups, jetzt bin ich ganz weit gegangen. Das ist jetzt nicht unsere echte Wissenslandkarte. Aber wir haben im Endeffekt, wie ihr seht, die startet links und dann haben wir Oberbegriffe gebildet. Und das hat sich dann relativ schnell verästelt, extrem verästelt, weil ich gesagt habe, auf der Wissenslandkarte zum Schluss möchte ich haben einen Ansprechpartner, einen Auffindeort für eine Information
Oder, und das kann beispielsweise eine Akte sein, wir arbeiten mit Akten, die Rechtsanwälte, oder es kann im Intranet oder im Internet kann es irgendeine Stelle sein, also ein Ansprechpartner oder ein Auffindeort für die Information. Und so hat sich das im Endeffekt relativ schnell verästelt und ist relativ groß geworden. Aber das war für uns so ein bisschen der Punkt, wir haben uns wirklich lange Gedanken gemacht, sind auch in alle Bereiche, in alle Teams reingegangen und haben gefragt, sind diese Oberbegriffe, die wir haben, ja, ich bin immer noch hier auf dem rechten Bereich von dieser Seite, sind das die richtigen Oberbegriffe? Und als wir diese Oberbegriffe hatten, da haben wir uns ein bisschen gerüttelt und geschüttelt, das stimmt schon ungefähr, was wir hier haben, zum Beispiel Wissensgebiete, wir haben Tools, Ablagen, also hat sich nochmal ein bisschen Organisation, Kommunikation, bin ich schon wieder drauf gekommen, Entschuldigung, das waren schon die Oberbegriffe und die haben wir dann genommen und haben die als zentrale Oberkacheln in unser Wissensportal übernommen. Ja? Sodass die Wissenslandkarte so ein bisschen hilft, als Absprungbasis sich zu orientieren. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Wegweiser, wie so eine kleine, deswegen auch Landkarte. Man schaut mal drüber, kann sich orientieren und kommt dann viel leichter in das Wissensportal bei uns. Also das war auch ein bisschen ein Konflikt bei uns, die Frage, na, muss ich jetzt beides machen und so weiter. Wir haben jetzt auch nochmal in der Abschlusssession mit Simon gesagt, wir gehen jetzt nicht zu weit in die Verästelung hinten rein, sondern wir beschneiden quasi ab Ebene 3, versuchen das abzuschneiden, weil sonst wird es zu kompliziert und auch der Doppelaufwand zum Pflegen ist wirklich groß. Wichtig ist, diese Oberbegriffe zu haben, vielleicht noch ein oder zwei Ebenen quasi rechts daneben, aber dann ist gut und von da komme ich auf jeden Fall immer ins Wissensportal, also in diese Wiki-Seite hinein. Ja, du hast eine Frage, vielleicht auch kurz im Rücken. Muss ich mit dem Ding sprechen? Okay. Ja. Und also die Wissenslandkarte, diese ersten Ebenen, die sind dann quasi eure Navigation. Genau. Verstehe ich das richtig? Okay. Und die Wissenslandkarte, ich vermute ja mal, die bleibt nicht statisch. Genau. Ganz richtig. Oder wie geht ihr damit um, dass das aktuell ist? Also vor allem, wenn man halt viele dynamische Inhalte hat? Also wir haben jetzt ja hier, wir versuchen jetzt ja nicht so viele dynamische Inhalte hier abzulegen, sondern hier eher ein bisschen generisch zu bleiben. Aber in der Tat, die Frage war richtig, das ist eine Navigation. Wir gehen dann auch, das sieht man hier, da springe ich jetzt mal einfach auf diese Seite, wie haben wir uns organisiert? Also wir haben verschiedene Sprints, die wir treffen uns also regelmäßig und im Quartal, auch wochenwöchentlich, zweiwöchentlich, aber im Quartal und hinterfragen, passt das eigentlich noch? Weil ich habe jetzt auch schon gesehen, dass wir auf diesen, da springe ich nochmal zurück, in dieser ersten Kategorie, bestimmte Sachen gar nicht brauchen. Ja, da ist nichts drin, da wird nichts gespielt und deswegen nehmen wir uns auch die Freiheit, so eine Oberkategorie vielleicht einfach rauszuschmeißen. Weil also das geht nicht davon aus, dass es das Selbstläufer wird, sondern wir kuratieren das weiter. Wir kuratieren das, ja genau, wir, absolut, genau, die Frage, wir kuratieren das weiterhin. Das ist kein kompletter Selbstläufer. Ich denke mal, gerade diese Wissenslandkarte ist etwas, was wir als Wissensmanagement-Team schon vorgeben. Mhm. Weil ansonsten ergeben sich dann wirklich vielleicht auch ein oder andere Bereich, zieht dann ein bestimmtes Thema auf die erste Ebene, wo es meines Erachtens nicht hingehört, sondern es lässt sich dann in eine der oberen Rubriken einsortieren. Und das ist dann schon die Aufgabe, die wir machen. Ja, du hast auch eine Frage? Dann lass ich erst online. Ja, dann online. Wer hat eine Frage von euch? Gerne. Christoph? Ja, genau. Zwei Fragen. Einmal, in der Wissenslandkarte gibt es einen Teil DMS. Ihr habt parallel hier zu dem Wiki also noch einen DMS. Verstehe ich das richtig? Wie lange habt ihr das und was nutzt ihr? Und ihr arbeitet viel mit Externen zusammen, also externen Anwälten und so weiter, die dann in die Themen reingeholt werden und so weiter. Könnt ihr Inhalte aus dem Wiki auch extern zur Verfügung stellen und können umgekehrt Externe auch Wissen beitragen? Externe nein, sage ich gleich mal was. DMS arbeiten wir, damit legen wir unsere Akten ab. Also wie gesagt, ein Auffindeort für ein Wissensdokument kann auch DMS sein. DMS ist bei uns tatsächlich, wie soll ich sagen, ein kleiner Problempunkt, weil das immer mit, wenn ich da auch mit DMS arbeite, so eine Uhr, eine Sanduhr sich dreht. Also es könnte ein bisschen schneller sein, aber ich sage immer, eine DMS-Akte kann für mich auch ein Auffindeort für Wissen sein. Ja? Aber ich muss das Wissen erstmal dort wiedergeben. Ich sage also, unser Wissensportal
ja, da gibt es ein Wissen zur Frage, wie organisieren wir uns als Rechtsabteilung, und dann kann ich da auch auf eine DNS-Akte verweisen, auf die wir intern Zugriff haben. DNS-Tool ist Dokumentum. Dokumentum, genau, das ist Dokumentum. Dokumentum, okay, danke. Dokumentum und externe. Und seit wann habt ihr Dokumentum? Seit Ewigkeiten oder ist das ja, auch erst? Das haben wir schon wirklich seit Ewigkeiten, ja. Also wir haben das dann überführt in Dokumentum, und das gibt es wirklich schon seit wahrscheinlich 10, 15 oder weiß wie viele Jahre, ja. Weil wir da als Rechtsabteilung da ganz klar, klassisch unsere Akten, unsere Vorgänge ablegen, die auch mit einer Klassifizierung versehen sind, also wann müssen die Akten vernichtet werden. Im Fall von einer Durchsuchung zum Beispiel, dass wir da auch die Akten aufbewahrt haben und rechtzeitig vernichten. Dazu steckt dann ein sauberes System dahinter. Externe haben keinen Zugriff. Es haben noch nicht mal die anderen Abteilungen aus dem Konzern oder aus dem Unternehmen Zugriff. Also bislang ist diese Wissenslandkarte für die Rechtsabteilung gemacht. Ja. Aber das wird ein Schritt sein, dass wir auch mal drüber nachdenken, dass wir es auch öffnen, ja, weil wir dann auch Dienstleistungen oder Frage-Antwort dann auch im Endeffekt anbieten können für andere. Ja. Aber mir geht es jetzt erstmal in erster Linie mal darum, dass wir unser Wissen mal dokumentieren, auch zugänglich machen. Ja. Dieses Silo-Denken ein bisschen aufbrechen und sagen, ich weiß was und der andere weiß es nicht, und dadurch bin ich nicht unersetzbar, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen was man oft begegnet. So, jetzt gibt es hier im Raum noch eine Frage. Oder ganz kurz meine Frage. Ihr seid im Automotive-Bereich Qualität über alles. Musstet ihr euch mit Quality abstimmen, was das Ganze Inhaltliche betrifft, Qualitätsansprüche, Vorgehensweisen etc.? Nein, tatsächlich noch nicht. Das ist im Endeffekt also die Qualität und bestimmte ISO-Zertifizierungen und ISO-Normen, die laufen durch. Aber bislang ist das Wissensmanagement in dem Bereich noch nicht damit betroffen. Das befindet sich im Aufbau. Wenn es mal etabliert ist, möchte ich nicht ausschließen, dass wir dann auch nochmal vielleicht auch einen Quality-Check drüber laufen lassen. Aber gerade geht es eher darum zu sagen, ich möchte eher mal was reinbringen, als dass ich gleich die Leute sage, ja, aber das hättest du anders schreiben können oder da ist oder das entspricht nicht der Norm. Also das ist vielleicht ein späterer Step, den wir da machen. Und dann ist auch online, genau. Andreas, war das noch eine Frage? Ja, danke für die Session. Ganz kurz der Hintergrund meiner Frage. Wir haben in unserer Personalentwicklungsabteilung auch fürs Wissensmanagement ein Confluence. Jetzt kommen die Fragen. Gibt es jemand bei euch, der hauptberuflich diese Community betreut? Bei uns ist es nämlich so, dass es nicht oder teils gemacht wird und die Partizipation nicht so gut ist, glaube ich. Und ich habe mich gefragt, weil ich es vorhin nicht richtig mitbekommen habe, wie lange habt ihr dieses System quasi oder diese Initiative schon am Start und wie ist die Partizipation der Zielgruppe? Also vielleicht nochmal, wir müssen also jetzt auf die Uhr schauen. Also wir haben dieses System, also Confluence und das Wissensportal seit, würde man sagen, seit Ende 2021, Anfang 2022 ist am Start. Haben das auch in dieser Form aufgebaut. Wir haben jetzt da keine Social-Media-Interaktion, wenn es die Frage war. Von daher müssen wir das auch nicht genau tracken. Aber das Thema, ja, wie ist die Arbeit der Zielgruppe, das ist so ein bisschen das, was ich hier jetzt nochmal schon auch noch zeigen wollte. Ja, das ist für mich etwas, was ich vorhin angedeutet habe, was für mich im Mittelpunkt steht, ja. What's in it for me? Und da bin ich dabei am Kommunizieren. Ja, warum hat das Ganze einen Mehrwert für mich? Weil wenn die Leute nur sehen, das ist etwas, was von oben aufgegeben wird und ich muss das machen und so weiter, dann ist das etwas, was die Leute nicht überzeugt. Aber wenn die Leute selber für sich erkennen, hey, da ist was für mich drin, ich kann schneller zugreifen, ich muss den Kollegen nicht anrufen, wobei ich so ein bisschen auch hin und her gerissen bin. Interaktion finde ich auch wichtig. Aber wenn ich die Interaktion auf diese Art Verstände quasi konzentriere, die auch wirklich was bringen, die auch wirklich wichtig sind, und die anderen Sachen, die ich schnell nachschlagen kann, die schlage ich nach, dann haben wir, glaube ich, auch viel gewonnen. Also da sind so Sachen drin, wie Zeitfaktor, Wechsel einer OE, Parallelwertungen zu anderen Bereichen, eine verbesserte Kommunikation, Vermeidung von unnötigen Doppelungen zum Beispiel. Also es ist für mich, das sind richtig coole Sachen drin und die müssen wir in die Köpfe bringen. Und es gibt Bereiche, um deine Fragen zu beantworten, die ziehen da relativ gut mit.
Und es gibt Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, könnt ihr nicht ihr Wissensmanager nicht mein Wissen aufschreiben? Ich sage, nee, Leute, ja, so funktioniert es nicht. Ich habe ja, hab das Wissen, ich habe das, ja, aber die Frage einbereitet. Ein Bereich sagt wirklich, ich habe keine Zeit. Nö, Daniel, du hast ja Zeit. Nee, ich habe auch keine Zeit. Uni schreibt mein Wissen auf, aber ihr schreibt bitte euer Wissen auf. Ja? Weil dort, wo das Wissen ist, müssen auch die Leute das auch dokumentieren und auch wirklich aufbehalten. Der Zeitfaktor ist. Also, ich werde jetzt um den Slack-Link gepostet. Das Conference Wiki selber gibt es seit 2014. Ja. Das hat tausende Spaces. Ne? Und das ist da ein Space davon. Genau. Und dann die Präsentation mal rein. Also, wenn das interessiert, so die Geschichte davon. Ja. So, du hast noch eine Frage gehabt. Ich habe eine Frage. Wir sind eigentlich schon durch, oder? Ja, aber. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr über 10 angestimmte Sessions aber. Ja. Vielleicht so 5 bis 7 Minuten vorher aufhören, dann die nächste Session auch mal dann hier. Auch rein wollen. Ich sitze die ganze Zeit noch auf einer Frage. Du hast vorhin gesagt, wissensfördernde Rahmenbedingungen. Das würde mich total interessieren. Genau, das ist wirklich auch eine super spannende Frage. Die Rahmenbedingungen. Ich habe neulich auch mit der Leiterin der Rechtsabteilung gesprochen und habe mir so ein bisschen auch gesagt, naja, da gibt es Schwierigkeiten und so weiter. Ihre Antwort war dann, ja, wir machen das dann so, da ist ja mal sehr resolut, da muss jeder eine Stunde im Monat, oder ich weiß nicht, was in der Woche, jeder muss eine Stunde im Monat, muss er da dazu beitragen. Und da habe ich gedacht, was wird schon dann bei einer halben Stunde nur noch? Ist nicht mein Ansatz. Also ich glaube nicht, dass man es durch Zwang, jeder muss da eine Stunde am Arbeiten hinbekommen, sondern eher durch coole Gimmicks, ja. Also coole Seiten. Das ist zum Beispiel so ein Organigramm. Wie ist denn die Rechtsabteilung im Konzern aufgestellt? Wer ist Ansprechpartner? Wie heißen die ganzen Leute? Das ist ein cooles Gimmick, das interessiert die Leute, weil wir sehr viel mit dem Konzern interagieren. Und oder so verschiedene andere Seiten, also zum Beispiel so Standardverträge. Und durch sowas kippen die Leute. Aber ich muss natürlich auch den Leuten, und deswegen muss man schon im Management ansetzen, das Management muss den Leuten die Freiheit geben, zu sagen, ich beschäftige mich auch mal 10 oder 15 Minuten mit diesem Thema. Weil wenn es nur heißt, wir müssen unsere Verträge und unsere Rechtsfragen rauskriegen, dann ist das eine, aber ich muss, wenn ich diese Bereitschaft, das Management sagt auch, steht auch dahinter, ich möchte, dass ihr euch damit beschäftigt, weil ich da einen wirklichen Mehrwert sehe, dann ist es etwas, was ich als fördernde Rahmenbedingungen ansehe. Aber keinen Zwang. So, doch. Was? Ja, nur ein kurzer Kommentar. Wenn es um diese Rahmenbedingungen geht, ich hatte genau die gleiche Diskussion mit einer ähnlichen Abteilung vor ganz kurzem und da ging es auch darum, machen wir uns mit diesem Wiki nicht überflüssig? Ja, also beschneiden wir nicht unsere, ja, du machst so, aber wir haben die Diskussion geführt und die haben beschlossen, sowas nicht zu machen, ihre Sachen so nicht zu teilen teilweise. Also das sind ganz reale Befürchtungen und wenn man diese Befürchtungen nicht sofort von Anfang, Start weg eliminiert, dann hat man genau diese Diskussion irgendwann, dass sie sagen, warum soll ich mein Wissen da reinschreiben, ja, dann mache ich meinen Job überflüssig auf eine gewisse Art und Weise, ja, den ich eigentlich gern mache. Ja? Und das muss gefördert werden. Also, das ist eine letzte Frage und dann machen wir 2, 1. Ich hätte noch einen Punkt und dieser eine Punkt ist, könnt ihr mich noch hören? Der Punkt ist der Simon und ich, wir haben einen Kreis von Wiki-Betreibern. Also die an Wiki interessiert sind, bitte meldet euch, weil die Themen, die sich in einem Wiki stellen, so vielfältig sind, dass, jetzt ist der Raum raus, dass viele Fragen offen sind. Jetzt auch nach der Session, die wir jetzt hatten, ich hätte alle möglichen Fragen noch, was wir jetzt hatten, was ist die Incentivierung, wie genau macht ihr das, kann man in das Wiki mal reinschauen und so weiter. Also wenn ihr daran interessiert seid, auch so eine Session mit dem Daniel jetzt nochmal zu machen und nochmal zu vertiefen, dass die Session von heute bestätigt einfach nur, was sich auch in diesem Kreis gezeigt hat, man braucht einfach Zeit, um so ein Wiki zu verstehen. Und erst wenn man so ein Wiki verstanden hat, wie haben die das aufgesetzt und bla bla bla, dann kann man die vertiefenden Fragen stellen, die man dann auch übertragen kann. Also insofern, wer Interesse hat, meldet euch bitte bei mir und dann binden wir euch gerne ein. Alles klar. Macht doch ein Post-it auf das Concept-Board. Wir haben links oben ein Marktblatt, Bietesuche für alles Mögliche. Gut, mache ich.